Wie ein Föhn kommt auch St. Pauli über Waldhof. Zweite Minute. Die Gäste in Blau-Schwarz kommen gar nicht dazu, sich zu sträuben. Christian Rahn. Torwart Hollerith Vorrat. Cisse bloß weg damit. St. Pauli wollte Waldhofs Viererkette mit offensiven Außendienstlern knacken. Rahn ist so einer. Frisch ins Team gekommen. W-Lage auf rechts auch dazu. Sofort die nächste Welle. Rath. Rath und Klasnic bilden ein neues gefährliches Sturmduo. Die Kiezkicker wollen erkennbar ihr Publikum verwöhnen. In der letzten Saison war es eher zum Stöhnen. Nur 4 Heimsiege in 17 Spielen. Waldhof braucht 20 Minuten, um mal gepflegt nach vorn zu spielen. Bukadida, der Innenverteidiger. Laszlo Klaus, ein bisschen spitz der Winkel. Waldhof mit Auswärtskomplex. Nur einen Sieg hatte es in der letzten Saison gegeben. In dieser Szene nur Zuschauer. St. Pauli, Keeper Heinz Weber, der erste Österreicher, der je den braun-weißen Dress überziehen durfte. 23. Minute, Ecke Bürger. Waldhof unsicher in der Abwehr. Nochmal Henning Bürger. Klasnic geht zum Ball und auch ran an Hollerith. 18.000 in Jubellaune. Klasnic aber weiß sofort, das war nicht ganz sauber. Tatsächlich. Jetzt geht er zuerst den Torwart an und nicht den Ball. Dennoch angenehm, er weiß, fair geht vor. Es wird jetzt richtig interessant. Ecke diesmal Rahn. Trulsen, der macht weiter, wo er in Aalen aufgehört hat. Wahnsinn! Schon sein drittes Saisontor. Die Kopfballstärke des Pauli Seniors, seit 13 Profijahren bekannt. Waldhof hatte es verdrängt. Alles steht am Ende auch Hollerith und Böhnke dumm da. 25. Minute, 1-0 André Trulsen und am Millerntor ist die gute Laune wieder zu Haus. Ein Begeisterungsschwung, der Flügel verleiht. Megle, laufstarker Regisseur. Gut gespielt auf Rath gegen Santos. Der Neue aus Cottbus mit einer tollen Partie. Aber die Schmierenkomödie bei Fouls, die darf er weglassen. Gelb gibt Schiedsrichter Dr. Helmut Fleischer. Und er hat natürlich recht, Santos so zu bestrafen. Der Freistoß von Rahn, Rath, Klasnic, 2-0 nach einer halben Stunde. Auch Klasnic erzielt schon sein drittes Saisontor. Unfassbar. Mannheim überhaupt nicht am Start bei diesem Freistoß. Rath hatte zwar geschickt in den Rücken der Abwehr gelenkt, aber so frei, das sieht man jetzt gleich sehr schön, darf Torjäger Klasnic nicht stehen. Pauli-Chef Heinz Weisener, glücklich wie ein Lausbub im Armenhaus der Liga, kickt es sich nun völlig ungeniert. 6,5 Millionen, der kleinste Etat, bringt den größten Output. Ja, das gibt es nur im Fußball. Tor! 3:0, 37. Minute, Christian Rahn. Ich glaube es nicht. Das ist nicht zu fassen. Klasnic. Rath hatte verpasst. Rahn. Nicht. Der Blick auf Torwart Achim Hollerith, ein glücklicher Torwart, fischt ihn sich richtig. 9 Tore in 3 Spielen bis jetzt. In 2 Spielen, wohlgemerkt. St. Pauli sprengt alle Fesseln. 4 Minuten noch bis zur Pause. Waldhof mal direkt. Cissé. Bata nicht im Abseits. Cissé. Protzel, links war Klaus frei, nicht gesehen. Schade. Dietmar Demuth, er wollte seinem Team ein neues Gesicht geben. Die neuen Typen mussten menschlich passen. Gleich sehen wir einen, der genau diese Anforderungen erfüllt. Marcel Rath, aufgestiegen mit Cottbus, aussortiert von Geier, eingeschlagen bei St. Pauli. Achim Hollerith dazwischen. Rath, ein Typ Draufgänger, Malocher, der zu St. Pauli gehört, ja fast
wie die Reeperbahn. Jetzt schon. Freistoß, Rahn. W-Lage. Megle. Toller Blick, kein Abseits in dieser Situation. Rahn. Klasnic. Stanislavski. 4:0, 45. Minute. Weil sie auf Abseits spielten, hat Rahn noch die Zeit, sich den Ball in aller Ruhe auf den feinen linken Fuß zu legen. Vukadida kommt zu spät und Stanislavski, der neue Kapitän, zum vierten Treffer. Urteil über Waldhof, für die erste Hälfte nicht teilgenommen. Holger Stanislavski, der neue Kapitän, er hatte maßgeblich den Abstieg mitverhindert. Jetzt steht er für den Aufschwung. Es ist Halbzeit am Millerntor und es ging erst richtig los. Tanzt den Stanislavski. Paczynski ist sofort mit dabei. Einmalig, eine solche Szene habe ich in einer Pause noch nie gesehen. Mehr davon bitte, so eine Stimmung, die macht fast süchtig. Sorry, liebe Waldhof-Fans. Aber es gibt ja jetzt noch 45 Minuten Zeit. Cissé, das geht doch gut los. Cissé, Tor? Nein. Der Senegalese im Abseits. Und zwar eindeutig. Pass von Teba, der eingewechselt worden war. Andere Seite, Rahn bei der Ecke. Bisher immer Gefahr für die Kurpfälzer. Aber jetzt bieten sie ein Lehrbeispiel für tolles Konterspiel. Montero, Cissé, Teba, auf Wata. Klaus und Meckle klärt. Dann kommt nochmal der eingewechselte Sascha Licht, er versucht es. Und Heinz Weber freut sich über leichte Beute. Waldhofs Elan schnell verpufft, St. Pauli stabil, griffig, fleißig. Wo früher der Quälpass fürs Publikum kam, da geht's heute richtig ab. Marcel Rath, da kommt Hollerith, hoppla! Was würden Sie sagen? Dasselbe wie der St. Pauli-Stürmer? Sie haben recht, rote Karte. Dabei hatte Hollerith gar nicht mal eine glasklare Chance nach neuem Regelwerk verhindert. Santos, das sehen wir, der war auch noch da und Rath vom direkten Weg zum Tor schon abgekommen. Dennoch, das Foul an sich so grob unsportlich, dass Dr. Helmut Fleischer rot sah und zog. Für Hollerith musste ein neuer Torwart her, Michael Zoll kam für ihn, dafür musste Stürmer Klaus raus, der Freistoß brachte nichts. 0:4 hinten, ein Mann weniger, trostlose Lage und noch 20 Minuten. St. Pauli zaubert, Holger W-Lage, Cissé vor Rath. Das Flügelspiel einfach klasse. Alle fanden das, auch Marek Tregis, der auf seinen Einsatz wartet. Holger W-Lage, der Mann vom rechten Flügel, er muss raus, besser, er darf raus. Ein einziges Gänsehautgefühl für ihn. Noch 10 Minuten. Waldhof steht rum, bis auf Montero. Der kleine Glatzkopf, einziger Kämpfer, machtlos. Paczynski durfte auch mal ran. Zoll. Ein Schlüsselerlebnis für Mannheim, diese Partie. Mansurian, der Iraner. Auch er kam frisch ins Spiel. Wieder Zoll, die Nummer 3 im SVW-Kasten in Nummer 1 Manier. Mansurian, aus taktischen Gründen hatte er zunächst draußen gesessen. Billig Pauli hat sogar klasse Alternativen. Die anschließende Ecke wollen wir, ja dürfen wir nicht unterschlagen. 5:0, Marcel Rath. Rath kein Torjäger, heute reißt's jeden mit. Rath läuft Montero weg, ganz schwer zu nehmen der Ball. Zoll auf jeden Fall überrascht und Protzel am Pfosten zuckt nicht mal.
Und was macht der emotionale Marcel Rath? Er ist völlig losgelöst. Es gibt kein Halten mehr im Stadion. Sensationell, was hier heute Abend passierte. Der Dank an die Trainer, vor allen Dingen an den Chef Dietmar Demuth. Und er war einfach nur bedient. 88. Minute. So einfach ist erfolgreicher Fußball. Paczynski, der erfahrene Pasieka, hilflos wie alle anderen Blau-Schwarzen. Rath, endgültig ein Torjäger, doch nicht ganz. Zoll, bester Waldhöfer. Das war's, Didi Demuth, er ist der Trainer der Stunde. 6:3 und 5:0, ein Turbostart der Totgesagten. Auch ein Armenhaus kann ein Freudenhaus sein. Den Gegensatz dazu fand Fabian Grewe in Uwe Rappolda.